Ja, hier sind wir wieder auf Kerbin bei unserem netten Space Center. Und wie ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Geld gemacht und habe jetzt schon relativ viele Forschungspunkte. Aber ich möchte euch sagen, ich habe die Atmosphäre immer noch nicht verlassen. Also sprich, ich bin immer noch nicht über, ich glaube, 75.000 muss man hoch sein. Ne, 70.000 braucht man sogar. Sprich, ich habe den Planeten immer noch nicht verlassen, sondern ich habe mich erst ein bisschen mit Flugzeugbau beschäftigt, weil das ist schon ja ein bisschen komplizierter, wenn man das ein bisschen ja. Also es ist für jeden verständlich, denke ich. Und zwar, wir wollen uns heute mal so einen kleinen Jet bauen. Und ich hatte ja schon ein paar Flugzeuge gezeigt, aber die waren eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, okay, das Ding ist super stabil oder was weiß ich nicht was. Deswegen möchte ich heute mal anfangen, so einen kleinen Jet zu bauen, mit dem ihr dann vielleicht auch ein paar ja, weitere Entfernungen hinter euch bringen könnt. Und wie schon gesagt, Research-Sachen auf einem Flugzeug ist immer so eine Sache. Prinzipiell, ihr müsst das ja immer wieder landen, um dann von dem Boden Research zu nehmen. Sonst kriegt ihr immer wieder dieses Flying over Kerbin. Deswegen die einzigen sinnigen Sachen, die ihr wirklich da reinpacken könnt, im Moment, sind das Thermometer und ja, das war's. Weil es gibt, glaube ich, nur Crew-Reports, also dafür gebraucht haben ja nur ein Cockpit irgendwie. Und es gibt auch hier Temperaturmessung, Aufgaben. Alles andere gibt es gar nicht. Insofern brauchen wir auch den ganzen Rest hier eigentlich überhaupt nicht. Das ist. Wir wollen jetzt wirklich nur so ein kleines, fixes Ding machen, das vielleicht ein bisschen länger fliegt. Und im Prinzip, ich glaube, ich werde das einfach so nach diesem stinknormalen Standardprinzip, was die hier auch vorgeben, dann bauen. Prinzipiell würde ich erstmal immer raten, den Schub, den ihr in ein Flugzeug baut, direkt nach hinten zu packen. Ich hatte das bei anderen Flugzeugen immer irgendwie an den Flügeln, aber die bleiben nicht wirklich stabil. Das ist nämlich das Problem. Und ja, wie schon gesagt, wenn der Schub anscheinend hinten ist, dann ist das Ding definitiv stabiler. So, die zweite Sache, auf die ihr eigentlich achten müsst, da kommen wir aber hinterher zu. Im Moment habe ich ja noch keine, ja, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Da, der Auftrieb ist das wahrscheinlich. Und das hier ist das Gewicht von meinem Flugzeug. Und der Auftrieb und das Gewicht und den Schub kann ich mir anzeigen lassen. Leider, ich habe im Moment noch keinen. Das ändern wir mal ganz kurz. Ich versuche mal. Manchmal ist das hier so ein bisschen Friemelarbeit. Und deswegen versuchen wir uns jetzt mal schnell erstmal einen Schub zu besorgen. So, ich hoffe, das ist. Das scheint okay zu sein. So, wir haben hier jetzt schon einen Schub angezeigt und der Schub sollte möglichst zentral sein. Also für die Manövrierfähigkeit, glaube ich, ist das Beste bei den. Ja, die anderen haben auch gut funktioniert, aber auch für Stabilität, glaube ich. Ich habe nicht wirklich den Plan von Flugzeugbau oder sowas. Ich habe mir da nur kurz was angeguckt, was halt sinnig ist und was nicht. Gibt da so ein geiles handgezeichnetes Tutorial über Flugzeugbau. Es ist relativ witzig, aber ihr könnt es ja auch hier erfahren. Und so. Auftrieb. Was ist Auftrieb? Auftrieb kriegt man mit Flügeln. Und ihr seht, wenn ich hier jetzt schon meine Flügel anbringe, dann würde ich jetzt schon irgendwo Auftrieb bekommen. Die will ich aber jetzt noch nicht setzen. Ich möchte erstmal kurz hier meine. Ich versuche mal eins, was relativ viel Treibstoff hat. Damit könnt ihr dann sehr, sehr weit fliegen. Aber ich meine, gut, so ein Flug ist auch nicht großartig interessant, es dauert halt nur lange. Nur wichtig ist halt, dass man mit vierfacher Beschleunigung fliegen kann. Einfache Beschleunigung, also so bis zu diesem Polkappen braucht er ungefähr eine Stunde. Das heißt, bei vierfacher Beschleunigung ist das eine Viertelstunde, die ihr einfach nur durch die Gegend fliegt und eigentlich nicht groß was machen könnt. Ja, insofern, ne?
Es ist halt nicht sehr actiongeladen. So, bringen wir jetzt unseren ersten Auftrieb, kriegen wir ja auch schon durch unsere Heckflossen. Der sitzt jetzt relativ weit hinten. Das stört aber überhaupt nicht, weil ich ja noch die Flügel gleich dazu tue und ja, können wir erstmal anbringen. Also darauf, auf diese beiden, auf den gelben und auf den blauen, auf den gelben würde ich halt achten, dass dass das Gewicht des Flugzeugs halt relativ mittig ist, damit das nicht irgendwie nach vorne oder nach hinten wegkippt. Zweite Sache ist, der Auftrieb und das Gewicht sollten auf gleichen Höhe sein, sonst habt ihr dasselbe Problem, dass das Flugzeug die ganze Zeit kippt. Und der Auftrieb sollte kurz hinter dem, oder vielleicht direkt runter, ist nicht so gut, ein bisschen weiter hinter dem Schwerpunkt sein. Und wir versuchen das mal, dass das jetzt gleich schön aussieht. Ich brauche nämlich noch hier eine Heckflosse. Ich möchte ja einen Seitenruder haben. Man braucht nicht unbedingt einen Seitenruder, braucht man nicht unbedingt. Gibt einem Stabilität. Wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt mal eins nur. Also kein Seitenruder. Aber irgendwie, da müsst ihr auch drauf achten, dass ihr hier halt nicht die runde, sondern die eckige habt, damit er wirklich gerade einhakt. Bei der runden kann man das überall hin tun, aber das ist halt nicht so prickelnd. So, er sieht noch nicht so schön aus. Vielleicht setzen wir die ein bisschen weiter nach hinten. Und ich mach kurz die Dinger hier weg, weil die ein bisschen nerven. So. Sieht doch schon mal schön aus. Ja? Prinzipiell brauchen wir jetzt nur noch erstmal hier so Fahrwerk. Das wäre auch relativ wichtig, weil sonst schrammen wir über die Landebahn, das wollen wir nämlich auch nicht. Ich setze die relativ weit hinten, weil ihr müsst bedenken, wenn das Flugzeug hochgeht, zu weit hinten müsst ihr auch nicht sein, aber wenn das Flugzeug hochgeht, dass euer Heck nicht auch über den Boden schrammt, dann vorne setzt man eigentlich immer eins ein bisschen weiter nach oben. So ist das ja eigentlich eher nach unten gerichtet. Wenn es ein bisschen weiter oben wäre, dann kann man besser landen. So, was fehlt mir denn noch? Eigentlich die Flügel, oder? Die Flügel sind wichtig. Und das Problem ist, also das ist jetzt schon kein Flugzeug, wo man wirklich aussteigen sollte, weil dann ist es ein bisschen schwierig, wieder hinterher einzusteigen. Man kann die Flügel hier so ein bisschen in diese Getriebedinger da, in die Jets da reintun, das stört überhaupt nicht. So. Jetzt müssen wir aber wieder mal kurz hier Center of Lift und so. Das sieht eigentlich relativ gut aus, weil ihr seht, der Center of Lift ist ein bisschen hinter dem Gewicht und das Gewicht ist relativ zentral. Man kann den auch noch versetzen, man kann ihn auch sogar noch weiter versetzen. Man könnte zum Beispiel hier, das machen wir jetzt gleich auch nochmal ein bisschen, dass wir den noch ein bisschen nach hinten kriegen. So, nochmal eine Partie Flügel dran. Zu viele sollte man das da nicht verbauen, weil das ab einem Zeitpunkt doch dann arg anfängt zu wackeln und ich muss eh mal gucken, also zwei bis, ich weiß nicht genau, was die Maximalanzahl von Dingern hier ist, die man da drauf tun kann, aber das ist natürlich sehr, sehr viel Gewicht, je mehr Treibstoff man mitnimmt und insofern, wir haben ja auch noch hier wirklich überhaupt nichts, also man kann hinterher dann noch an den Seiten Treibstoff anbringen und solche Sachen, so kleine Schmankerl. So, wir tun jetzt noch hier ein Thermometer sozusagen drauf, damit wir irgendwie, oder zwei ist ja eigentlich völlig egal, wir sind immer noch bei 26 Teilen. Ich habe zwar die Halle schon abgegradet, ich könnte also 255 verbrauchen, aber wir wollen ja immer noch klein bleiben, also das reicht völlig, um alle Missionen irgendwo in der Luft auszuführen, die man machen möchte. Den nennen wir jetzt mal, den nennen wir hier F 281. So. Dann führen wir ihn nochmal aus. Das helfe ich mal schnell. Und dann führen wir ihn einmal kurz aus. Und ihr werdet dann wahrscheinlich, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht großen Fehler gemacht, aber der müsste eigentlich relativ, stabil sein. Kann auch sein, dass ich mich vertan habe, aber es sah eigentlich relativ gut aus. Der Lift war hinter dem Gewicht und naja, wir schauen mal. Wie das Ding so fliegt.
Und also ich habe ab dem Zeitpunkt habe ich halt alle meine Flugzeuge in dieser Richtung gebaut, ne, dass ich mal geguckt habe, dass die Gewicht und der Lift auf der gleichen Höhe sind, dass der Lift hinter der, also der Auftrieb hinter dem Gewicht ist. Und ja, seitdem funktioniert das hier wunderbar. Ihr seht, der hebt gut ab. Und wenn wir jetzt auf, das ist ja das Wichtige, ja, wenn wir jetzt auf vierfachen Schub beschleunigen, das Ding fliegt wie eine Eins. Ja, und darauf kommt es im Endeffekt an. Ja, ihr habt hier diese kleinen Luftveränderungen, aber das stört den auch nicht, weil der nämlich wirklich ganz gut in seiner Form bleibt. Und das ist das große Problem, nämlich bei den, ja, vielen größeren Flugzeugen, die ihr dann baut, weil wenn ihr dann in vierfacher Beschleunigung seid, dann fangen an, irgendwie alle Teile zu wackeln. Und eine zweite Sache ist, wenn man zu schnell, das machen wir jetzt mal gleich, ich kann ja den Flug zurückdrehen. Ich weiß ja auch überhaupt gar nicht, ob das mit dem hier funktioniert. Wir sind bei 200, ihr seht hier unten den Speed. Ich weiß nicht, meine Maus ist ein bisschen versetzt, das ist ein bisschen, ja, manchmal hat er so einen kleinen. So, aber im Prinzip, da würde ich euch auch empfehlen, diese ganze, der ganze Luftwiderstand und so, der hört, der wird ja, Luft wird ja dünner, je höher man wird, ne? Und dann hat man diese komischen Verruckelungen nicht, wenn man relativ weit hoch ist. Und ihr seht, ich kann sogar noch, ich bin immer noch bei vierfacher Geschwindigkeit, kann das Ding immer noch lenken. So stabil ist das. Das Einzige, was ich nicht darf, ist halt zu schnell irgendwie einschlagen. Können wir auch gleich mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob der fähig ist dazu, sich kaputt zu machen. Und ihr seht, je höher ich komme, desto, ja, das ist ein bisschen blöd beim Lenken. Man muss sehr stark hochziehen, damit ihr überhaupt die Nase hochkriegt bei vierfacher Beschleunigung. Aber ihr seht, hier oben habe ich kaum noch Luftwiderstand, das heißt, das Fliegen ist relativ nett. Und wenn man auch darauf achtet, Liquid Fuel verbrauche ich sehr, sehr wenig, 0,06 pro Sekunde. Ja, guck mal hier, der kann sich gar nicht kaputt machen. Mit dem kann ich auch witzige Sachen machen. Und der stabilisiert sich sofort wieder. Also, ne, schöner Flieger. Und wie schon gesagt, ich habe versucht, ich versuche den kaputt zu machen hier. Aber das geht nicht mal. Weil der nicht schnell genug in die Waagerechte geht. Und insofern, ja, haben wir hier ein sehr gutes Beispiel, was mir gelungen ist. Gott sei Dank. Ich hatte so. Weil es kommt manchmal ein bisschen drauf an. Also ich habe schon größere Flugzeuge gebaut und dann da geht dann alles schief irgendwie und deswegen bin ich ganz froh, dass das hier ganz gut geklappt hat. Und ja, mit solchen Dingern habe ich dann halt die Mission gemacht und das war relativ einfach. Wenn ich mir irgendwelche Missionen ausgesucht habe, die halt in meiner Nähe sind. Ihr seht ja hier, das ist dieser Kontinent, wo ihr seid. Und ich würde auch nur Missionen nehmen, die auch wirklich in der Nähe sind. Also alles andere ist Ewigkeiten Flug und ohne gescheite Triebwerke und mit 220 Sachen ist jetzt nicht so der Wahnsinn. ja, weiß ich nicht. Bringen wir das Baby runter. Können wir auch noch ein bisschen was zum Landen sagen. Ich hoffe nur, das klappt. Aber ich werde mal jetzt ganz kurz noch landen. Ich weiß, die ganzen Sachen sind hier noch nicht so spannend. Das gebe ich zu. Aber ich wollte euch meinen Fortschritt beim Flugzeugbau zeigen. Nein, ich werde jetzt auch nicht mit vierfacher Geschwindigkeit landen. Ich will nur erstmal schon in die Nähe kommen, weil 10 Kilometer ist ja noch, upsala, noch relativ weit. So, jetzt können wir mal abbremsen. So. Und jetzt können wir auch mal absafen, einfach damit wir jetzt nicht irgendwie gleich ne? Vorführeffekt und so. Ja, ich sollte vielleicht auch ein bisschen abbremsen. Aber es ist wirklich sehr nett mit dem Ding. Und so, dann geht er jetzt einfach mit dem Speed runter. Und auch wenn er nicht auf der Landebahn jetzt landet, mein Gott, dann zieht er jetzt so hoch, dass. Upsala, das war jetzt. Also, der fliegt echt gut. Eigentlich zieht man dann hoch und bremst dann sozusagen mit den Flügeln hier, weil, wenn ich dann ja so ein bisschen senkrecht fliege, dann habe ich einen Luftwiderstand. Dann werde ich ja auch wieder nach oben gezogen. Das verlangsamt mich. Hier unten seht ihr den Speed, den ich habe. Und ich werde jetzt wahrscheinlich extrem sanft aufkommen.
Und ja, müsst ihr einfach ein bisschen drauf achten, dass er mit dem Speed wirklich runtergeht, bevor er dann aufsetzt. Und dann ist das alles sehr, sehr easy peasy. Insofern, das würde ich sagen, nennen wir jetzt mal hier so ein bisschen fortgeschrittenen Flugzeugbau. Und ja, Entschuldigung. Was ich jetzt gleich mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht finde ich ja noch eine nette Sache, die ich euch zeigen kann. Oder wir bauen ein bisschen rum und versuchen mal wirklich jetzt mal die Atmosphäre zu verlassen. Na gut, ich mach mal nächste Folge. Bis dann.